Oh, perfekt. Ich sehe, ich bin ja auch schon wieder online und habe die Möglichkeit, euch zurück zu begrüßen zu dem Hordenmodus in Titanfall 2 oder Grenzlandverteidigung, wie das hier heißt. Ja, also, ich werde auch nämlich jetzt in Game wechseln. So, wir haben. Ich habe jetzt auch Level 41 oder was weiß ich nicht was erreicht und die letzte MP hier freigeschaltet, deshalb werde ich die einfach mal benutzen. Und ja, ist das einfach nur eine Schnellfeuer-MP oder eine mit konstanten Rückschuss? Ich denke, ich werde einfach mal ein Sturmgewehr nehmen. Halbautomatisches Präzisionsgewehr, vollautomatisch und durchschlagskräftig, vor allem mit hoher Präzision. Zielfernrohr. Ich werde einfach mal den Karabiner hier nehmen und die Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Plus. So, mit verbesserten Zoom. Gut, die Feuersterne sind okay. Mein Holopiloten nehme ich. Gut, gut, gut. So. Spiel suchen. Grenzlandverteidigung. Wir nehmen unseren Monarch. Den habe ich extra so umgerüstet, dass ich den für eine Grenzverteidigung aktiviert habe. Das heißt, ich habe alle Sachen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er eigentlich ganz gut überlebt. Deshalb habe ich so gewisse Sachen einfach mal ausgemacht und umgestellt. Für unser einen heißt das dann ganz einfach. Ja. Dass wir die Möglichkeit da haben, da wir ja, wie gesagt, höher überleben, dass wir auch, sagen wir mal, diese puren Damage-Sachen machen, damit wir auch länger durchhalten. Weil, es ist so, hier sind gewisse Wellen, die haben gewisse Leute, die ankommen und man muss sich halt verteidigen und zwischen diesen Wellen kann man halt einkaufen. Und in diesen Einkaufswellen kann man halt so die Klassiker wählen, man kann sich Add-ons kaufen für sich selber. Das heißt, dass man selber mehr Schaden macht. Man sagt, okay, ich gehe jetzt nur pur da drauf. So, ich nehme den Monarch, einen Ronin und einen Tone. Tone ist der, der auch mit diesen Sachen macht. Außerdem haben wir einen doppelten Erfahrungsbonus, sagen wir das mal. Und wenn wir diese Spiele spielen und aufleveln, bekommen wir hier gewisse Zusatzsachen. Monarch beginnt mit dem zufälligen Rang 1 System-Upgrade. Naja, also hier kann man gewisse Aegis-Ränder nochmal auf. Stufen. Ich nehme immer gerne den, weil wegen Zusatz. Hier kann ich schneller nachladen. Hier wird es gewisse Mobs geben, so wie es immer okay, ist. wir sind da. Da, Ihr müsst Russen also nicht Davis. mehr nachfragen. Ja. Endlich! Hättest du nicht noch langsamer fliegen können? Mit der Einstellung wird das nichts, Strauss. Und Team, viel Erfolg! Jo. Das heißt, wenn man stirbt, kommt man halt nach einer gewissen Zeit mit dem Flugzeug hier wieder. So. Man bekommt, glaube ich, den Titan erst nach dem ersten Runde. Je nachdem, wie gut man abschneidet. Also man bekommt, wenn man der keinen Schaden nimmt, der hat 100% und ein Schild. Wenn der Schild runter ist, macht er Schaden. Das heißt, solange er keinen Schaden bekommt, bekommen wir, glaube ich, einen Bonus. Dann bekommen wir nochmal einen Bonus. Oh, Reaper, Mörsertruppen, Tarnkappen, Drohne, Drohne und 104 Soldaten. So, Mörsertruppen sind Tarnkappen, keine Angriffsfähigkeit, bewegt aber Gegner drunter in der Welt und auf der Minikarte. Gut. So, wir müssen einfach warten. Nach einer gewissen Zeit geht das halt los. Schaltet sie aus, damit ihr seht, wogegen ihr kämpft. Ja. Tarnkappendrohnen. Wo sind die? Keine Ahnung. So, und jetzt geht es halt los. Man sieht, die Kleinen sich bewegen. Ja. Plasmadrohne. Die Schilde des Herrn stehen ordentlich unter Beschuss. Schirmt ihn ab. Ja, die Plasmadrohnen sind halt dafür da, wie gesagt, mit der Elektrospannung halt die Schilde schneller kaputt zu machen. So, Feuer. Gute Neuigkeiten, Team. Die Schilde des Ernters sind wieder online. Genau. Bring mir's zu Ende. Er gehört, Team. Pilot am Boden. Alles gut. Alles okay, gut. Außerdem müssen wir natürlich aufpassen. Es sind zwar Frontsoldaten, aber man sollte die halt nicht unterschätzen. Ne, also jetzt kommen bestimmt hier wieder irgendwelche große Drohnen. Man sieht, da ist irgendwo ein Reaper gekommen. Erhören, Team. Verstärkung ist unterwegs. Ja. Okay, und schnell zurück. Die Schilde des Ernters werden beschädigt. Ja. Ah, shit. Genau. Und deshalb müssen wir da aufpassen,
weil die machen halt gewissen Schaden. Die haben auch die Voltwaffe. Voltwaffe heißt Naturtalent, das heißt ausgeschworen präzise. Voltwaffen heißt natürlich mehr Schaden gegen Schilder. Ja, wir können natürlich aus dem Ding ja noch ein bisschen feuern. Feindliche Infanterie in der Nähe des Ernters. Jetzt wird's ernst, Piloten. So, er passt. Einmal erstmal schießen. Außerdem den großen Vorteil, den wir halt haben. Wir haben unendlos Muni. Das heißt, wir können unendlos mit unseren Raketen schießen, ohne dass es Ärger gibt. So, Reaper kaputt. Wenn wir noch mehr abkriegen, fallen die Schilde des Ernters aus. Gib die Deckung. So. Und gleich kommen nämlich die Mörser-Trupps. Und diese Trupps sind natürlich auch nochmal was Spezielles, so. So, nochmal hier schön. Feuer, Napalm. So, und da geht es nämlich los. Diese nehme ich von so welchen Robotern. Das Problem ist natürlich bei denen, die halten dementsprechend auch mehr aus. Also die sind von diesen Spectern. Räumt das Gebiet, damit der Ernter seine Schilde reaktivieren kann, Piloten. Genau, mache ich. So, Frontsoldat erledigt. Kopftreffer, so. Wieder Aussichtspunkt. So, und für mich ist das halt wichtig, dass man halt diese normalen Fußsoldaten außer Kraft setzt. Schilde des Ernters reaktiviert. Wo ist er, der Reaper? Wiedersehen. Und hier haben wir noch einen. Weil die machen halt auch natürlich sehr viel Schaden an unserem allgemeinen. Am Ernter. Außerdem haben wir jetzt Ticks, die natürlich auch noch kommen. Die den großen Vorteil haben, dass sie einfach so Schaden machen. Ne? Ihr müsst ihn abschirmen. Oh. So, nachladen. So, Mörser. Mörser-Spectres feuern auf unseren Ernter. Schaltet sie aus. Ja, ich bin ja dabei. Um euer Leben zu retten. So. So. Dann haben wir jetzt hier die guten Frontsoldaten, die wir noch in den Rücken schießen können. Dann haben wir hier noch ein paar gleich, die unten rauskommen. Also mit allen Waffen muss man hier halt kämpfen. Und Kampfpunkte 99. So, Welle abgeschlossen. Er hat keinen Schaden bekommen, das heißt, wir bekommen nochmal einen fetten Bonus. Davis? Ah, du hast die Sprache verschlagen. Dein Titan ist jetzt einsatzbereit. Titanfall, bereit, runter damit. Das kann ich besser. Bereithalten für Titanfall! Gute Arbeit. So, Welle abgeschlossen, 700, Welle ohne Todesfall bin ich nicht, aber MVP 100 und makellose Verteidigung. Also insgesamt kann man 1000 verdienen und wir kaufen eine Elektrofalle. Diese Elektrofalle hat den großen Vorteil, wir können die halt platzieren. So. Und die macht das so, dass wir hier Sachen machen. Außerdem ist das so, also wir haben da eine Elektrofalle. Und hier eine Elektrofalle. Monarch, wo bist du? Rein mit dir. Weil wir müssen mit ihm so weit kämpfen, dass wir die Upgrades haben können. Genau. X klicken. Ja, wir haben 220 Green Cons. Wichtig für mich ist es, so schnell wie möglich ein bisschen Schild zu gewinnen für unseren Guten. Aus dem einfachen Grunde, dadurch halt hält er natürlich länger aus. Und wenn er voll auf abgegradet ist mit all seinen Sachen, machen wir auch mehr Schaden damit. Denn wir haben hier selbstzerstörte Atom-Titans. 4 Stück. Und die haben natürlich den großen Vorteil, Nachteil, so wie sie dann sind. Die kommen hier hin, hauen auf, stehen hier und explodieren. Das Problem ist, dann kann man das vergessen, dass man Drohne bewegen sich schnell auf der Karte rum und feuern Plasma-Bolzen auf den Ernte und seine Verteidiger. So, wieso habe ich jetzt zweimal außerdem die Minen gekauft? Man muss mindestens 2 Elektrominen kaufen, damit man erlaubt ist, Geschütztürme zu kaufen. Hört zu, Leute, die Schilde des Ernters werden beschädigt. Das muss aufhören. Hey.
Das nachladen. Schilde des Ernters sind wieder bei 100%. Man kann natürlich auch den Titan einfach auf Auto lassen, dass der einen sozusagen nochmal zusätzlich unterstützt. Wo haben wir die denn da? Oder man kann halt mit ihm ausgehen. Ich denke, das werde ich nicht machen, dass ich hier nicht ausgehen werde. Weil für mich ist es halt wichtig, mobil zu bleiben. Genau, Mörser Titan. So. Punch. Das einzige, was mir halt fehlt, ist echt dieses Schild. So. Und wir müssen halt dafür achten, dass wir so schnell wie möglich unsere Upgrades holen. Das ist halt für mich das Ultimatum. Beschützt den Ernter, während die Schilde geladen werden. Die Schilde des Ernters stehen ordentlich unter Beschuss. Schirmt ihn ab. Gut, damit haben wir die gekillt. Schilde des Ernters reaktiviert. So, Frontsoldaten. Das wird ein Spaß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schilde des Ernters sind wieder bei 100%. Oh oh, da die Elektrofalle, die hingerafft hat. So, was haben wir jetzt hier? Schilde da des Ernters gleich. Wird beschädigt. Aufpassen. Das sind Tarnkappendrohnen. Na toll, die können jetzt die Titans verstecken. So, Tarnkappendrohnen können jetzt auch Titans verstecken. Gute Neuigkeiten, Team. Die Schilde des Ernters sind wieder online. Bringen wir es zu Ende. So. Und die Atom-Titans. Die, wofür ich am meisten Angst habe, weil... Genau. Die haben diesen, genau, dieses Ding. Mein Gott! Danke. So. Zahnkappen-Ding, hau ab. Ja, super! Ja. Danke. Kann mal bitte jemand hier helfen? Ja. Genau. Ja, ist klar, dass die offline sind, weil dieser Tarnkappendrohne hat nämlich den Titan versteckt da. So, zweiten Kill. So, Welle abgeschlossen. Dafür gibt es keinen, wie heißt er nochmal, Zusatzpunkt, damit wir keinen Schaden gelassen haben. Das war großartige Arbeit. 700. Welle ohne Todesfälle. MVP ist Ninja Front. Und marklose Totalium Lammet. Gut. So. So, jetzt haben wir den Vorteil, dass wir ein Abwehrgeschütz kaufen können. Davon gibt es halt zwei Stück pro Spieler. So, ich platziere meins hier hin. Weil da ist es eigentlich so von hinten her geschützt. Bereit sind wir. Titan, wo bist du? Da. Wir haben immer noch nicht geschafft, unseren Titan einmal aufzurissen. Das wird uns irgendwann mal jetzt blöse zurückschlagen. So, Aegisland 1. Aufgeladen, Upgrade installiert. Ja. Warte mal, wo ist denn der Chat? Twitch, da. So. Zwei Spieler können sie noch bereit machen. Ich denke zuerst mal nochmal ein bisschen. Lecker, lecker. So. Ich finde das halt schön, dass das hier auch, ja, wie soll man sagen, den großen Vorteil hat, dass... Okay, oh, guck mal, da hat jemand ein Ding gemacht. Ich habe hier halt als letzte Verteidigung eingesetzt. Einer hat hier das Ding. Also ich finde halt schön, dass man hier komplett den großen Vorteil hat, dass man halt hier komplett die ganzen Titanen hat von verschiedenen, diese Mörser-Truppen dazwischen, also das ist hier nochmal ein komplett anderen Horde-Modus natürlich als der Salmon Run. So, wir können einfach mal die Raketen also reinschießen.
Also man sieht, hier sind irgendwelche vielen Sachen, die hier kommen. Ja, gut, und das brauchen wir auch direkt. Okay. Seid vorsichtiger. Einer ist gerade gestorben. Alan, jetzt kommen nämlich hier die Reaper. Hab einfach mal so da reingeschossen. So, und jetzt kommen da die Plasma-Dinger. Gute Neuigkeiten, Team. Eure Verstärkung ist da. Okay, das ist wohl anscheinend so eine Welle. Wie viele? Plasma-Drohne erfahren. Okay, egal was das ist. Mean Titan? Okay, auf jeden Fall ist es ein Titan. Und ein Elektro-Titan. Die Elektro-Titans haben den fette Nachteil, dass sie halt den Schild sehr stark zu Schaden machen. Und außerdem sind sie noch die Wohnung. Vielleicht auch noch mal etwas von denen da. So, außer mal mehr da hinten noch einen Sniper-Titan, den ich jetzt erstmal noch mit angreifen werde. Haben wir jetzt hier noch den Reaper irgendwo da oben, dann haben wir noch irgendwo was Sachen hier, also das ist schon hier in der Richtung interessant, weil erstens geht das hier viel schneller, auch noch mal genauso chaotisch wie in so einem Salmon Run. So, wir haben hier noch Mörser Titan. Die Mörser Titan haben halt den so, der greift den halt mit dem Nahkampf an, weil er halt die Fertigkeit genommen hat, wenn er die halt killt. Okay, schön, dass ich das Upgrade-System hier habe. Wow. Was kommt noch? Das soll so bleiben. Gute Idee, Dross? Tolles Ideechen. Titans nähern sich eure Position, Team. Ausschalten. So, nachladen bitte. Schilde des Ernters sind wieder bei 100%. So, jetzt kommen hier wieder welche. Okay, die sind unter mir. Nachladen. Die Schilde des Ernters stehen ordentlich unter Beschuss. Okay. Schirmt ihn ab. Plasma-Drohnen. Okay, was haben wir hier? Irgendwas hat mich angeschossen oder angekickt. Okay, Atom-Titans. Und die sind jetzt wichtig, dass ich die so schnell wie möglich kille. Werdet lebendig. So. Schilde des Anders sind geschwächt. Konzentriert euch, schaltet alles aus, was sie beschädigt. Ja. Ich weiß. Er gehört, Team. Pilot am Boden. Alles gut, alles gut. Bleibt zusammen. Wir schaffen das schon. Die Schilde des Ernters fallen jeden Moment aus. Schirmt ihn ab. Ja, das ist sehr schön. Aber wir haben hier auch diese Atom-Titans. Und die machen genauso viel Ärger. What the? Upgrade-System, so das letzte. Erhöhte Feuerrate. So, jetzt ist meine Hauptwaffe nochmal stärker. Der Hunter lässt seine Schilde auf, Leute. Tut uns allen einen Gefallen. Schaff ja. Ihn ab. Wenn wir noch mehr abfliegen, fallen die Schilde des Ernsters auf. Okay, okay. Leute, wir haben gerade einen Piloten verloren. Seid vorsichtiger. Die Schilde des Ernsters sind offline. Macht was. Er wird nachhaltig beschädigt. Ja.
Es ist schön, dass du mir sagst, dass er nachhaltig beschädigt wird. Das bringt mir aber nicht viel. Geh kaputt, du Kacke hier. Normalerweise, wenn ich dann die bessere Exekution davon habe, für mich ist das wichtig jetzt gleich. Oh, danke, dass du meinen Schuss verliert hast. Okay, so hat sich das jetzt abgegradet. Es hat jetzt einfach in so eine schöne MG verwandelt, die je länger ich schieße, mehr Schaden macht und schneller läuft. Tolles Ideechen. Wo kommen die jetzt daher? Kommen die hier oben entlang? Das muss aufhören. Ne, ich glaube, die kommen hier unten. Schilde des Ernters sind wieder bei 100%. Okay, da. Kampfpunkte 751, Versorgungspunkte 107. So. Und für mich ist es jetzt wichtig, unseren Titan am Leben zu erhalten. Deshalb will ich mir auch ein paar Batterien holen. Also alles, was ich on top habe, Minifon, Maklose Verteidigung. Das Problem ist, wir können uns den hier kaufen, aber wir können uns eine Batterie kaufen. Nee. Für mich ist wichtig, doch noch einen von denen hier zu holen. So, wir haben 7 gekillt. So. Tut mir leid, Seiten, wenn du weg bist, bist du weg. So, weil jetzt haben wir nämlich die nächste Welle, oder? Eigentlich sind 2 Upgrade verfügbar. Upgrade installiert, Raum. Verbündeter Pilot hat Einheit verlassen. Oh, was? Oh, super, irgendeiner ist hier gelieft. Okay, doch, zuerst mal Welle 4. Wir haben aber 75%, Heimat ist, wo es weh tut. Wir haben nur Titan, Reaper, Mörsertruppen, so, okay. Aber wir haben keine Atom-Titans. So, schnell. Daneben. Das war nicht gut. Nachladen. Okay, der hat ihn gekillt. Und dann gut. Reaper. Kaputt. So, den da hinten schon mal angreifen. Okay, Upgrade über die Stufe hinaus gibt uns einfach nur ein volles Schild. Nehme ich. Reaper. Aber da ist ein Defensivmanöver bei dir. Okay, irgendwo ein Ronin. Okay. Gute Neuigkeiten. Die Schilde des Ernters sind wieder online. Bringen wir es zu Ende. Okay, irgendwo ist ein Reaper hier noch. Gut. Da haben wir noch was zu bekämpfen. So. Selbststörung will ich nicht einleiten. Okay, ab und zu scheint wohl mein Stream ein bisschen zu laggen. Okay. Ich weiß nicht, was da hinten ist.
Okay, da hinten haben wir wieder den Sniper. Zweiten. Na! Wieso muss der Titan einfach, also wieso muss meine Verbündete immer in mein Ding da rein? So, das, hier, wer hat man nochmal? Diesen, Special, den ich da habe, den lasse ich mal. Für mich. So, jetzt haben wir tot. Na, wenn ich kurz vorm Sterben bin oder so, dann kann ich den lieber benutzen. Das erleichtert etwas. So, Kampfpunkte. Die Welle haben wir zerstört. Okay. Das war erstklassige Arbeit. Oder was sagst du, Davis? Davis? Ah, jetzt hat sie die Sprache verschlagen. So. Welle ohne Todesfall. Ninja Front. Makellose Verteidigung. So. Ich kaufe jetzt zuerst mal einige Batterien. Um meinen Titan aus dem, ja, Zustand rauszuholen. Also alles, was ich habe, geht in den rein. Ja. Permanente Falle, die Gegner in der Nähe betäubt. Gut, davon nehme ich mir nämlich nur eine. Und wo schmeiße ich die hin? Da haben wir eine, da haben wir eine. Dann werfen wir einfach mal hier eine hin. So. Okay, X, ich bin bereit. Wir haben uns geheilt. Also wir sind im Todesstatus entgangen. Wir haben drei Balken. Genau. Wir haben unsere Superleiste voll. Wir haben hier ein Roboterchen. Wir haben da ein Dingelchen. Wir haben 115. 50 Schuss mit der verbesserten Sache. Es sollte klappen. Das einzige Problem, was hier ist, 34 selbstzerstörende Titans. Plus Tarnkappen 6 Stück. Da, die atomare Familie. Guckt euch mal hier vorne an, wie viel die gekillt haben, Abwehrgeschütze. Klar, die sind halt vorne. Ich halte meine lieber hinten als letzte Verteidigung halt, ne? Also, für mich ist das wichtiger, dass ich da mehr die Sachen habe. Okay, das bringt mir nichts, nach dahin zu gehen, weil ich komm eh nach vorne. So, da haben wir den Mörsertrupp, da hinten haben wir den Mörsertrupp. Okay. Einfach mal hinschießen, ne? Achso, da sind Mörser Titan sogar. Aufpassen, das sind Tarnkappendrohnen. Na toll, die können ganze Titan verstecken. Ja. Okay. Das hier ist ein Mörser-Druck. Okay, der ist damit erledigt. So, damit haben wir jetzt geschafft, den Sniper da hinten. Eine Tarnkappendrohne. Jetzt haben wir hier vorne einen Reaper. Gut. Böse Spectres feuern auf unseren Ernter. Schaltet sie aus. Für mich und um euer Leben zu retten. Naja, schade drum. Der Ernter lädt seine Schilder auf, Leute. Tut uns allen einen Gefallen. Schirmt ihn ab. Die Schilde des Ernters stehen unter Beschuss. Ihr müsst ihn abschirmen. Hier schön draufschießen. Schilde des Anders reaktiviert. So, immer schön draufschießen auf die großen Dinger. Oh. Ja, okay, ich sehe schon. Die Schilde des Ernters fallen jeden Moment aus. Wirft ihn ab. Okay. Reaper. Reaper, stirb! So. Ja,
schön. Erstmal in den Dampf da reingesteckt, die Typen. Einige verbündete Piloten sind wieder einsatzbereit. So. Also los! Kill, 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 kill. Erster ist runter auf 50%. Okay. Wieder Bravo. Der Ernte wird von Mörder-Titans beschossen. Okay, sucht an den Rändern eurer Mitarbeiter nach ihm. Reaper ist hier irgendwo. Da. Tick. Reaper, zeig dich. Komm her. Komm her. Der Ende sind von Atom-Titan. Sind wieder bei 100%. Dann Reaper. Wow! So, Monarch ist aufgestiegen. Wieso komme ich hier nicht durch? Hallo? What the fuck? Hast du die elektrischen Schilder, die das Ding macht? Schilde des Hunters sind geschwächt. Ja. Wenn sie noch mehr abfliegen, fallen die Schilde des Hunters aus. Deckung! Vorsicht! Schilde sind auf! Upgrade! Gut! Ihr packt das! Er gehört dem Pilot an. So. Alles gut, alles gut! Wir schaffen das schon. Okay. Wo kommt der denn wieder her? Wo kommst du wieder her? Nein! Unser Titan ist kaputt gegangen. Wo kommen die her? Also irgendeiner versucht die ganze Zeit, ja, ich weiß. Und das wird gefeuert. Okay. Verloren. Dann bricht Atom-Titans 31 Elektro-Titans. Das einzige Problem ist, dass wir jetzt natürlich den großen Problem haben. Ja, unsere. War das nicht geplant. Ja, ist aber nochmal. Okay, diesmal kriegen wir sie. Diesmal habe ich ein ganz gutes Gefühl. Macht sie fertig, Leute. Dass unser Titan, den wir haben, ja nicht voll upgegradet ist. Gleich nochmal, Davis. Ernterstrahl wird zurückgesetzt. Es kann losgehen, Team. Es geht los. Bereit machen für Titanfall. Noch mehr Fallen. Seid vorsichtig, Leute. Elektro- und Mörser-Titans nähern sich jetzt. Das bedeutet nur doppelten Spaß. So. Und noch einmal. Reaper, Mörser, Spectre und. Fertig. Willkommen zurück. Ja, Stufe 1. Super. Aktiviere Wachmodus. X-16 bereit. So, und du Geschütz. Kommst hier. Nur noch eine letzte Welle, Piloten. Durchhalten jetzt! So. Du stehst da. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, den Titan so umzurüsten, dass er einfach die verbesserte Autofertigkeit hat. Ja, also, dass er da besser wird. Da hinten haben wir den Mörser Titan.
unser Team. Aufpassen, das sind Tarnkappendrohnen. Na toll, die können ganzen Tanken verstecken. Hört zu, Leute, die Schilde des Ernters werden beschädigt. Das muss aufhören. Feindlichkeiten zerstört. Schilde des Ernters reaktiviert. Mörderspectres, feuern auf unseren Ernter. Schaltet sie aus. Für mich und um euer Leben zu retten. So, wir haben nämlich nur noch einen Versuch danach. Gute Neuigkeiten. Die Schilde des Ernters sind wieder online. Bringen wir es zu Ende. Ja, und meiner ist natürlich gut. Persönlich mir eigentlich egal, weil ich dann einfach hier jetzt die ganze Zeit stehen werde und damit feuern werde. Die Schilde des Ernters sind wieder bei 100%. So stellt man einen Tontitan kalt. Die Schilde des Ernters sind wieder online. Okay, Party Time. Dein Titan ist bereit. Okay. Bereit machen für Titanfall. Oh! Ernters werden beschädigt. What? Oh! Genau. Das Problem ist, die ganzen Dinger, die sind jetzt nämlich nicht aktiv. Und der hier ärgert einen. Dieser kleine Reaper. Die Schilde des Ernters fallen jeden Moment aus. Schirmt ihn ab. Ja. Macht was. Er wird nachhaltig beschädigt. Ja, ich weiß. Versucht den ja zu reparieren hier. Team, beschützt den Ernter, während die Schilde geladen werden. Sind wieder bei 100%. Okay, was haben wir denn da hinten für einen? So, Plasmadrohne. 34 Gegner noch. Autotitan. Wie viel Prozent haben wir? 4. Gut. Die nächste Welle kommt. Und jetzt sind diese ganzen Atom-Titan hier. Also die selbstzerstörenden. Schirmt ihn ab. Okay, einer schon mal erledigt. Schilde des Ernters reaktiviert. Ja, und ich weiß, dass hier oben Reaper ist, den ich noch killen muss. Und ich weiß, dass hier irgendwas kommt. Weil der macht nämlich unsere Schilde ganz schnell kaputt. Das heißt, der ist ganz böse. Gut, dass der gleich tot ist. So. Okay, ein Skelett war da gerade. Schilde des Ernters sind geschwächt. Konzentriert euch, schaltet alles aus, was sie bestellen. Wo kommt der her? Hm. Da haben wir nochmal einen von seinen komischen Elektrodingern. Schilde des Ernters sind wieder bei 100%. Okay, da will ich nicht hin. So, jetzt haben wir noch einen hier an der Seite, den ich noch schnell killen will. Schilde des Ernters reaktiviert. So, aufpassen. Verbündeter Pilot. Ja, nachladen. Wie viel
versuche ja, soweit es geht, alles hier reinzuballern, was geht. Die Schilde des Erntes sind wieder online. Nächster, nächster, nächster. Schilde des Erntes reaktiviert. Dann Feuerzeiten, killen. Nochmal ein Feuerzeiten. Feuerzeiten. Also. Ich muss sagen, also das ist echt hart. Das Gute ist, man sieht, wie oft ich schon hier mit meinem Titan aufgestanden bin. Wie oft ich mit meinem Titan aufgestiegen bin. Das ist echt gut, um sich hier aufzuleveln. Okay, da hinten haben wir noch einen, um den kümmere ich mich mal. So, nachladen. Weil die dürfen auch nämlich nicht zu nahe kommen. Schilde des Ernters sind geschwächt. Konzentriert euch, schaltet alles aus, was sie beschädigt. So. Ja, ja, ja. Wieso greifen mehrere Titans an, hä? What the fuck? Der ist tot. Gute Neuigkeiten. Die Schilde des Ernters sind wieder online. Bringen wir es nach. Nalan. Der nächste ist dann halt dieser verbesserten. So, aber ich glaube, das ist der letzte Gegner. Jo, das ist der letzte. Puh. Wir haben es geschafft. Puh. Wow, 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 wow. Dein Team hat den Ernter verteidigt und den Rest wurde besiegt. Wow. 5% Schaden haben wir gerade mal gemacht. Oder auch nicht. Ist doch egal. Genialer Sieg, Leute. Apollo, Fire Ace, innere Sicherheit. Meiste Zeit in der Nähe des... So, meiste Wellen MVP, Ninja Front, Crop... Vertrag, Meister Geschützenkills, okay, Powerplay, verursachter Schaden, Apollo. Also jedes Mal war irgendwie ein anderer irgendwas besser. Puh. Puh. Da muss man sagen, also das war toi toi toi, war aufgeladen, Rauch, Utility, okay. Gut. Na, Prisma Krönung. Bitte Spielersuche beenden. So. Wir haben ein neues Banner. Boost. Haben wir jetzt die Smart Pistol als Boost. Ja gut, die bringt uns ja wenig. Ich glaube, wir können nicht mal den Boost einsetzen, oder? Oder habe ich den ganzen Tag vergessen einzusetzen? So, wir haben jetzt im Store kaufen, also es gibt eine Kriegslackierung, die einem mehr Erfahrungspunkte gibt. Wir haben jetzt ein Gold, aber halt, ne? Collage, so. Aber gut, wieso nicht, ne? So. Ich überlege hier, Elektroauf ist dichter und fügt Piloten und Taten mehr Schaden, Nachladen und so aufrüsten schneller. Wirkt sich auf den Einschlag außen herum ein, das glaube ich ist besser. Ich denke, Batterien können den totgeweihten Stand so hier. Kernsystem füllt sich 10% schnell auf und Titanexekution stehlen Batterien. Das ist immer gut, wenn man den exekutiert. Dann wird man sich halt immer eine Batterie holen. Verbessert die Präzision des Autos, aktiviert die Verwendung von Offensive und Utility fertig. Hätte ich gar nicht. Ja, das wäre natürlich das Beste. Halte Raketensalve, um schwer gepanzerte Ziele anzuvisieren. Überragende Chassis, mehr Gesundheit, keine Schwachstellen und dann maximal Schaden. So, ich denke, das ist so das Beste. Wir können den Sturmchip halt nehmen. Dafür, dass wir als Auto benutzt wird, halt solange wir hier diese Mission machen. So, wir haben jetzt hier was freigeschaltet.
schneller Wechsel zur Visierung. Ja, abbrechen. 50%, 50 dürfen mit dem Archer. Ich glaube, das ist auch die letzte und beste von den, genau, Titanabwehren. Man kann natürlich auch die hier nehmen. Die macht natürlich auch viel Schaden, aber ich finde die halt besser, weil sie einen anzielt. Und dann muss man auch nicht in der Nähe sein. Die hat eine gewisse Range. So, einzige, was besser wäre, hätten wir. Ja, also den Wurfstern, wann man betäubt. Einzige, man könnte vielleicht einen anderen Piloten nehmen, aber pff, welcher wäre jetzt besser? An sich finde ich den eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Könnt ihr jetzt auch, sagen wir mal, sagen, wir nehmen einfach nur ein Scharfschützengewehr mit oder so. Gut, aber ich denke, ich werde jetzt erstmal pausieren, mich ausruhen in Richtung, vielleicht Anführungsstriche, werde ich heute Abend wiederkommen. Das kann ich aber nicht garantieren, weil, gut, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange echt bei Splatoon 2 hängen bleibe. Ich wollte eigentlich mal so vielleicht 45 Minuten machen, aber, ja gut, wieso nicht. Ich freute es auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat euch ein wenig gefallen. Und ich denke, dass ich auch so welche Sachen des Öfteren planen werde oder kommen werden. Weil ich finde einfach diese Sachen einfach gut. Zudem hat mich ein bisschen dieses Kingsway gestern ein bisschen geschlaucht. Ich habe auch nochmal Kingsway gespielt, habe auch nochmal geschafft in Richtung. Irgendwie scheint es wohl, wenn man, wie heißt er nochmal, sich so weit links hält und sagen wir mal, sich so ein bisschen Zeit lässt, links aufzubleiben, aufzuleveln, kommt man eigentlich ganz gut durch. Ich habe das mit dieser neuen Klasse, diesem Dämonentypen gemacht. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Gut, jetzt ist halt der Titanfall 2 Stream ein bisschen weniger, nur eine Welle gewesen. Aber ich denke, ich werde dann versuchen, ich weiß nicht, ob ich das morgen schaffe oder so. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mal ein bisschen öfter besser zu machen. Mehrere Streams, vielleicht ein bisschen kürzer. Und ich möchte, wie gesagt, kann sein, dass ich halt später nochmal da bin und dann halt mein Spiel starte, was ich eigentlich so spielen möchte. Dann muss ich aber jetzt mal gucken, ob ich das schaffe und zu aktivieren. Und deshalb hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns, ne? Vielleicht, wenn wir Glück haben, je nachdem, wie mein Zustand ist, ob ich wach bin oder nicht, später wieder. Wie gesagt, ich freue mich und bis dann. Ciao.